Freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe Zuschauer, zum Thema Börse Live und zum Thema Internetaktien, aber auch andere spannende Aktien hat Florian Söllner vom Anlegermagazin Der Aktionär heute wieder mitgebracht. Herzlich willkommen, Herr Söllner. Hallo. Ja, unter anderem beginnen wir mit Google. Google ist ja in der Öffentlichkeit gerade so ein bisschen in Kritik geraten, was das Thema Datenschutz betrifft. Wie denken Sie darüber und vor allem macht sich das charttechnisch auch bemerkbar? Genau, Google ist natürlich mittlerweile sehr groß und wirklich schon unheimlich groß geworden. Jetzt ist ja gerade die Entwicklerkonferenz, werden sehr viele neue Sachen vorgestellt, aber da gab es 8 Demonstrationen. Unter anderem deswegen, weil man hat ja einen Roboterhersteller gekauft, der fürs Militär Roboter macht. Ja. Das wurde kritisiert und natürlich wird auch kritisiert einfach der Datenschutz, der vielleicht nicht mehr so vorhanden ist. Ist ja tatsächlich ein großes Problem. Was man googelt, wird irgendwo immer gespeichert. Noch in 20, 30 Jahren kann vielleicht irgendjemand mal gucken, was haben wir damals gegoogelt, nach was haben wir gesucht, wo bewegen wir uns im Internet. Also aus privater Sicht muss man sich ein bisschen Gedanken machen, aber aus Aktionärsicht muss man die Aktie einfach lieben, weil Google durchdringt wirklich alles. Google ist schon Weltmarktführer bei der Suche mit 80-90%, gerade in westlichen Ländern, ist auf jeden 8. Smartphone drauf. Und jetzt auf der Entwicklerkonferenz nochmal vorgestellt, neues Android. Fürs Auto, also auch im Auto wird es künftig sehr einfach möglich sein, auf dem Display sich einblenden zu lassen, Spiele, Musik, eben ins Internet zu gehen, Apps und das ganz schnell mit dem Smartphone, einem Android-Smartphone zu verbinden. Ja. Auch im Bereich TV ist Google sehr gut unterwegs, hat auch nochmal Partner vorgestellt, die auf dem Smart-TV, auf dem Internet-TV eben auf Google-Betriebssystem setzen, unter anderem Philips, Sony. Man hat jetzt nochmal schon die ersten Smartwatches vorgestellt. Bei Apple wird das ja erweitert. Zum Weihnachtsgeschäft. Google hat jetzt schon mit Partner LG das erste Modell, das man kaufen kann. Samsung hat ja auch schon solche Uhren im Angebot. Auch Motorola bringt solche Uhren. Also sehr viele Neuigkeiten jetzt bei Google. Und nicht Google. Zu vergessen, im Mai das Auto, was vorgestellt worden genau, ist, der Prototyp selbstfahrend. Auto. Google durchdringt wirklich alles, ist in allen wichtigen Zukunftsthemen dabei. Den Aktionären gefällt es sehr gut. Die Aktie ist jetzt weitergelaufen. Wir haben hier nochmal eine kleine Konsolidierung gehabt, aber diese Marke jetzt wieder übersprungen. Wir haben eine große weiße Kerze gemacht, starken Kursanstieg gehabt, im Prinzip ein neues Kaufsignal gemacht. Hier ganz deutlich über 200-Tage-Linie, kleiner doppelter Boden. Natürlich haben wir hier noch dieses Hoch. Sind wir gar nicht mehr weit entfernt, 449,45. Aber wir sind einfach überzeugt, dass Google dieses Hoch auch knackt und überspringt. Ja. Google hat erst ein KGV von 18, ist aber extrem gut positioniert, ist ganz klein Basisinvestment im Bereich Internet und das Internet an sich wächst ja weiter. Google wird hier profitieren, daher weiterhin eine klare Kaufempfehlung. Vielleicht gucken wir noch mal kurz einen Dreijahreschart. Da sehen wir noch mal, wie gut Google schon gelaufen ist, aber wir sagen, das ist noch nicht das Ende. Wir haben hier ganz klar den Aufwärtstrend, das zeigt schon die 200-Tage-Linie. Wir sind hier ganz klar drin. Es gab immer wieder kleine Korrekturen, aber die Aktie ist immer wieder nach oben weitergelaufen und jetzt auch hier Stärke drin, klare Kaufempfehlung. Super. Dann hüpfen wir mal von Google zu Dialog Semiconductor. Auch da gibt es wieder Neuigkeiten. Oder wir machen auch erstmal Facebook. Das ist natürlich auch möglich, wenn wir schon beim Thema Internet sind. Bei Facebook gab es ja jetzt die Meldung, dass immer weniger jüngere Nutzer wirklich hier auch Facebook benutzen. Aber das wurde ja wieder widerlegt. Ganz im Gegenteil. Also sehr viele Jugendliche nutzen Facebook. Wie ist das jetzt, wenn wir uns mal die Aktie anschauen? Was sehen wir da? Genau, es gab ein bisschen Sorge, dass die Jüngeren ein bisschen abwandern zu anderen Plattformen. Aber jetzt gab es eine Reihe von Studien, die alle sagen, Facebook ist weiterhin sehr in, es wird sehr viel gesurft. Aus Amerika kam eine Studie, dass 50% der Jugendlichen einfach deutlich mehr auf Facebook surfen als zuvor. Es gab eine sehr interessante Studie aus Deutschland, die zeigt nochmal, gerade weil das Smartphone sich so durchsetzt, fast jeder Jugendliche kann sich mittlerweile eins leisten, hat ein Smartphone, wird einfach noch viel, viel mehr gesurft. Also 135 Mal am Tag gucken die Leute auf ihr Smartphone. Alle 7 Minuten wird kontrolliert, was gibt es Neues. Ja. Und meistens guckt man eben bei Facebook, wer hat mir geschrieben, welche Nachrichten gibt es neu. Und davon profitiert Facebook massiv, weil immer mehr gesurft wird auf den Seiten. Die Werbeflächen wurden schon, können deutlich teurer verkauft werden. Um 100% sind da die Preise gestiegen, schon im ersten Quartal. Der Aktionär hat schon letztes Jahr geschrieben, die Analysten sind sehr vorsichtig, wahrscheinlich zu konservativ. Und tatsächlich sind die Gewinnschätzungen in einem Jahr um 100% angehoben worden. Das KGV ist jetzt erst bei 35. Mhm. Ist gigantisch, der Traffic, den Facebook generiert, 1,3 Milliarden Menschen. 15.000 Fußballstadien voll Menschen, die auf Facebook surfen. Wahnsinn. Das ist immer noch unterbewertet. Facebook ist natürlich noch kostenlos, aber es gibt immer mehr Services, die mittlerweile was kosten, auch schon mit langsam eingeführt. Mhm. Die Videowerbung kommt mehr, da kann Facebook mehr Werbung verlangen. Gefällt uns ausgesprochen gut weiterhin die Aktie, bleibt ganz deine Kaufempfehlung. Und wir haben hier schöne
Zwischenkonsolidierungen immer seitwärts gelaufen unter geringen Handelsvolumen, dann wieder nach oben weg. Hier wieder seitwärts gelaufen und jetzt wieder das Kaufsignal gemacht mit Schwung nach oben. Ganz klar die Kaufempfehlung weiterhin. Man sieht es ganz klar im Abwärtstrend über der 200-Tage-Linie. Auch hier haben wir jetzt ein Hoch wie Google, aber wir sehen keinen Grund, wieso die Aktie hier dann scheitern sollte. Zuletzt die Analystenschätzungen immer übertroffen. Eine schöne Aktie, eine Kaufempfehlung. Vielleicht gehen wir noch mal kurz weiter, können wir noch mal einen Dreijahreschart sehen. Facebook hatte die Probleme, am Anfang umzustellen auf Mobile. Facebook war sehr populär im Desktop-Bereich und hat es verschlafen, dass man eben schnell per Handy auf Facebook surfen kann und vor allem verschlafen, auch im Bereich Mobile Werbung einzublenden. Das ändert man, auch wenn man Mobile guckt bei Facebook, wird Werbung eingeblendet im Newsfeed und daran verdient Facebook einfach extrem gut, besser als erwartet. Die Story ist voll intakt, der Aufwärtstrend ist auch intakt und dieses Hoch werden wir mit Sicherheit rausnehmen. Wir hatten schon hier jetzt ein neues Kaufsignal. Neues Hoch, 52,27 war das alte Jahreshoch. Ich glaube, das dürfte nicht mehr allzu weit entfernt sein. Lassen Sie uns weiterreden. Das wollte ich gerade schon ansprechen, Dialog Semikontakte. Da gibt es ja auch Gespräche um Fusionsverhandlungen zwischen Dialog und AMS, also eine österreichische Halbleiterfirma. Passen diese Firmen überhaupt zusammen? Die passen tatsächlich sehr gut zusammen. Es gab ja erst heute Gerüchte, dass da Gespräche schon stattfinden seit Monaten. Dann gab es die offizielle Ad-Hoc von AMS. Ja, es gibt Gespräche. Man weiß noch nicht, ob sie zum Ende führen, ob man sich tatsächlich zusammenschließt. Aber es sieht gut aus. Wir haben uns das auch schon angeguckt, der Aktionär, und sind der Meinung, die Firmen passen zusammen, machen beide unter anderem Power-Management-Lösungen. Auch im Bereich Bluetooth, NFC ist man sehr gut unterwegs. Und Dialog ja ohnehin schon für sich eine Marke, sehr gut performende Firma, hat um 43% den Gewinn nochmal gesteigert im ersten Quartal. Kunden wie Apple, Samsung, gefällt uns sehr gut. Allerdings heute, wir haben es gesehen, der Kurssprung. Unser Ziel 25 Euro vom Aktionär ist jetzt erreicht worden. Wir haben ja hier schon einen deutlichen Kursanstieg. Man muss sehen, natürlich ist die Aktie schon extrem gut gelaufen, vom Tief rund 200%. Aber rein charttechnisch ist das voll intakt. Wer investiert ist, einfach mal Gewinne laufen lassen. Jetzt am heutigen Tag reinzuspringen, ist spekulativer, weil die Aktie jetzt kurzfristig schon etwas überkauft ist. Aber der Aktionär wird das Kursziel anheben nochmal auf rund 30 Euro. Wir werden das uns nochmal genauer angucken, auch darüber berichten im Aktionär. Es bleibt kurzfristig eine spannende Aktie, natürlich aufgrund dieser Fusionsspekulationen, die ja schon sehr konkret werden. Jetzt hier das Kaufsignal nochmal gemacht. Können wir vielleicht nochmal 3-Jahres-Chart angucken. Einfach ein Profiteur vom Smartphone-Boom bei Apple, bei Samsung. Wir glauben auch, dass nochmal große Aufträge gewonnen werden können. Auch im Bereich iWatch könnte Dialog Semikontakte seine Chips unterbringen. Okay. Da geht es ja auch um Bluetooth-Verbindungen, um die Drahtlose. Auch hier werden Chips gebracht von Dialog. Aber hier sieht man es nochmal extremer, natürlich schon extrem gut gelaufen, kurzfristig überkauft. Aber wer dabei ist, einfach mal Gewinne laufen lassen. Okay, dann machen wir weiter mit Seft Group. Wie konstant ist denn hier die Dividendenauszahlung bei den Franzosen? Genau, Seft Group ist sehr spannend. Hat jetzt nochmal ein Kaufsignal gemacht, einen Sprung gemacht. Auslöser war eine Pressemitteilung, dass man eben das Internet der Dinge, wovon übrigens auch Dialog Semiconductor profitiert, dass man fürs Internet der Dinge, was ja die Maschinen und immer mehr Variables und viele Gegenstände bekommen, Chips bekommen, Computer kleine eingepflanzt, das braucht Power, das braucht Batterien und Seft Group macht Batterien dafür. Da hat man jetzt nochmal eine Pressemitteilung veröffentlicht und verschiedenste Produkte vorgestellt im Bereich. Also ein Profiteur von diesem Megatrend Internet der Dinge macht grundsätzlich Batterien, auch für Satelliten, für Torpedos, aber auch versucht auch im Bereich Auto reinzukommen. Sehr spannend sind Energiemanagementlösungen, wenn man Solarkraft als Privatanwender sich vom Dach holt, will man das zwischenspeichern für die Nacht. Da haben wir jetzt drei neue Lösungen vorgestellt, das in Batterien zu speichern. Sie haben es gesagt, ein Dividendenwert. Es ist trotz dieser Fantasie ein Dividendenwert. 3% Dividendenrendite und das aber wirklich konstant. Die letzten 5-6 Jahre immer leicht gestiegen. Wir glauben, dass es konstant weiterläuft, dass man viel Rückenwind hat. Eine klare Kaufempfehlung, zumal wir hier jetzt eben dieses Hoch überwunden haben und nach oben weggesprungen sind. Sehr gut. Wir können uns ja auch nochmal das längerfristige Chart anschauen. Wir kommen ja hier von einem ziemlich hohen Niveau und das haben wir eigentlich auch jetzt schon wieder erreicht. Wir sind hier drüber gesprungen, neues Hoch gemacht, neues Mehrjahreshoch, eine klare Kaufempfehlung. Super, klare Kaufempfehlung. Wie sieht es denn bei der nächsten Aktie aus? Nike
aktuell auch wieder natürlich im Gespräch, dank der Fußball-WM. Wie erfolgreich läuft es denn aktuell für die Aktie? Wir hatten ja schon mal an dieser Stelle gesprochen, Nike gegen Adidas. Sie haben gesagt, Nike hat für uns ein bisschen die Nase vorne, charttechnisch, aber auch bei der Fußball-WM läuft es extrem gut. Man rüstet ja Brasilien aus unter anderem. Und vor allem auch in den USA, einen Heimatmarkt, der sehr groß ist, gibt es wirklich Rekordeinschaltquoten. Die Amis beginnen Fußball zu lieben und davon profitiert Nike massiv. Man sieht sich in Teilbereichen wie Fußballschuhen mittlerweile schon vor Adidas beim Verkauf von Nike-Produkten. Wir haben schon mal gesprochen über die Werbung. Die kam bei Nike schon anfangs besser an, das Werbevideo mit Ronaldo, Neymar. Und jetzt haben wir die Bestätigung bei YouTube 80 Millionen Mal angeguckt, die Adidas-Werbung nur rund 40 Millionen Mal. Also Nike hat wirklich schönen Rückenwind, ist sehr gut unterwegs. Die Zahlen kommen heute. Wir gehen davon aus, dass auch der Ausblick sehr gut werden wird. Zuletzt hat man die Zahlen immer übertroffen. Wir haben hier den Test gemacht bei 200-Tage-Linie. Wir sind überzeugt, dass wir hier das Hoch rausnehmen und nach oben weglaufen. Nike gefällt uns sehr gut, war zuletzt dynamisch. WM läuft gut für Nike, WM grundsätzlich läuft gut. Nike ist ein großer Profiteur. Okay. Herr Söllner, Sie haben wie immer sehr spannende Unternehmen mitgebracht. Leider haben wir wieder mal nicht alle geschafft. Es gibt immer so viel darüber zu erzählen. Aber ich bin mir sicher, in den nächsten Sendungen, da werden wir über noch mehr spannende Themen berichten. Also bleiben Sie dran, es lohnt sich.